Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18, Große Anfrage der Abg. Hofmann, Krummbach, Kummer, Waschke Weiß, Özgüven, SPD und Fraktion betreffend Opferschutz in Hessen, Drucksache 19/4969 zu 19/4417, wird aufgerufen, zusammen mit Top 43 dem Antrag der SPD betreffend Opferschutz in Hessen ausbauen, Drucksache 19/5219. Als erste Wortmeldung liegt mir die Wortmeldung von Frau Kollegin Hofmann der SPD vor. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! C, 24 Jahre alt, wurde letztes Jahr von ihrem Ex-Freund zuerst sexuell belästigt. Dann wurde ihr von ihrem Ex-Freund monatelang nachgestellt. Sie wurde, wie man heute so neumodisch oder auf Englisch sagt, gestalkt. P wollte einfach mit Freunden einen trinken gehen. Als er mit seinen Freunden das Lokal verlässt, werden er und seine Kumpels von anderen Jugendlichen zunächst in ein Gespräch verwickelt. Dann kommt es zu verbalen Auseinandersetzungen, zu einer Schlägerei, an der P nicht verwickelt ist. Aber P hat am Ende dieses eigentlich so schön begonnenen Abends einen Nasenbeinbruch erlitten. Frau M., 87 Jahre alt, wurde beim Einkauf von einem unbekannten Täter die Handtasche entrissen. Neben den psychischen Problemen, die sie nach diesem Vorfall hat, beträgt der Sachschaden 1.000 €. Warum schildere ich Ihnen diese Einzelfälle, die sich auch tatsächlich zugetragen haben können? Deshalb, weil jeder von uns Opfer einer Straftat werden kann, meine Damen und Herren. Das ist der Grund, warum wir den Opferschutz zum Thema dieser Großen Anfrage gemacht haben und deutlich sagen, dass Opferschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, der wir uns mit aller Kraft und allem Engagement stellen müssen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die umfängliche Beantwortung dieser Großen Anfrage bedanken. Leider ist es oft so, dass in der medialen Berichterstattung, aber auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit die Opfer gar nicht so im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, sondern oft die Straftat an sich oder der Täter oder die Täter, die diese Straftat begangen haben. Opfer einer Straftat leiden oft still, oft jahrelang oder, wie man so sagen könnte, auch lebenslang an den Opfer, an den Folgen der ihnen begangenen Straftat. Es ist gut so und auch richtig, dass der Opferschutz bundesweit, aber auch hier in Hessen, in den letzten Jahrzehnten und Jahren verbessert wurde. Das zum einen, wenn man die Bundesebene betrachtet, das Opferentschädigungsgesetz des Bundes zu nennen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Opfer einer Straftat eine Entschädigung gewährt. Mit verschiedenen Novellen und Ergänzungen des Opferrechtsreformgesetzes, das hat einen etwas sperrigen Namen, wurde die Stellung des Opfers im Strafverfahren erheblich verbessert, etwa wenn das Opfer als Nebenkläger auftritt oder die Informationsrechte der Opfer wurden verbessert. Das war, meine Damen und Herren, zunächst eine Revolution, denn das Strafverfahren sieht an sich, sah ursprünglich die eigenständige Rolle des Opfers so gar nicht vor, sondern im Mittelpunkt des Strafverfahrens steht der Straftäter als Beschuldigter und die Frage, inwieweit er die Straftat tatsächlich begangen hat oder nicht. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung des Opferschutzes ist auch die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung, die 2015 durch das Bundesgesetz eingeführt worden ist. Ich will an der Stelle daran erinnern, dass dieses Parlament einvernehmlich und einmütig auch die hessische Umsetzung gewährleistet hat. Aber, meine Damen und Herren, es ist auch der Blick auf das sogenannte materielle Recht zu richten. Es sind wichtige Strafbarkeitslücken geschlossen worden in den letzten Jahren.
Ich möchte an ein Thema erinnern, das für uns als SPD sehr wichtig ist, auch insbesondere für viele Frauenpolitikerinnen, nicht nur Rechtspolitikerinnen unter uns. Es ist die Lücke, die im Sexualstrafrecht geschlossen worden ist, unter dem griffigen Motto, ein Nein muss auch ein Nein sein. Es ist so, dass das Sexualstrafrecht in den letzten Jahren immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle Novellierungen, auch Anpassungen erfahren hat. Aber der jetzt entscheidende Schritt bei der letzten Reform war, dass der Bundesgesetzgeber endlich gesagt hat, ja, wenn der Täter sich über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt, Nein sagt, das Opfer sagt Nein, und dieser erkennbare Wille wird dann trotzdem übergangen, und dann geschieht eine Tat, eine Handlung, dann muss es auch entsprechend sanktioniert werden. Meine Damen und Herren, das war ein Begehren, das viele Opferschutzverbände, Vereine und Organisationen, aber auch Frauenrechterinnen viele, viele Jahre gefordert haben, dass ein Nein ist, und das ist auch eine entscheidende Stärkung der Position der Opfer, meine Damen und Herren. Da sind wir sehr stolz darauf, dass das Bundesjustizminister Maas mit durchgesetzt hat. Meine Damen und Herren, aber natürlich darf ein Dank, ein recht herzlicher Dank an all diejenigen, die im Opferschutz tätig sind, die vielen Ehrenamtlichen, die entweder in den Opferschutzvereinen, Verbänden, Initiativen, dem Weißen Ring zum Beispiel, den Opfern tagtäglich mit Rat und Tat zur Seite stehen oder die einfach gesprochen, so einfach ist das oft gar nicht, den Opfern ihr Ohr und ihre Zeit schenken. Denen sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt, den vielen Ehrenamtlichen vielen, vielen Dank dafür. In der Beantwortung auf unsere Große Anfrage wird sehr ausführlich dargestellt, an welchen Stellen, und das ist ein sehr breites Feld, der Opferschutz ist eine Querschnittsaufgabe, verschiedene Maßnahmen erfolgen. Beratungsstellen werden unterstützt. Aber ich will einen Punkt konkret ansprechen, der nach wie vor eine Schwachstelle ist, ist, dass etwa im Bereich der Prävention bei der Polizei durch die Mehrfachbelastungen und Vielfachbelastungen der Polizei für den Bereich der Prävention oft viel zu wenig Zeit bleibt, meine Damen und Herren. Und wenn man sich das Gesamtbild anschaut, Fakt ist und bleibt, dass der Opferschutz in Hessen weiter ausgebaut werden muss, meine Damen und Herren. Es gibt noch vieles, vieles zu tun, und wir haben in vielen Bereichen dringenden Handlungsbedarf. Nehmen Sie das Beispiel der freien Träger, die im Opferschutz tätig sind, die uns aus vielen Einzelgesprächen, und das ergibt sich auch aus der Beantwortung, dass die vielen freien Träger eben nicht die auskömmlichen Landesmittel bekommen, um ihrer Tätigkeit im Opferschutz so nachzugehen, dass sie nicht andauernd Geldauflagen oder Spenden, ich will es mal so deutlich sagen, hinterherrennen müssen, Geld eintreiben müssen. Und dann an anderer Stelle, nämlich für die originäre Arbeit mit den Opfern, bleibt dann oft nicht die nötige Zeit. Und da sage ich Ihnen, das ist falsch. Wir müssen diese freien Träger und diese Vereine weiter unterstützen. Sie brauchen die auskömmlichen Landesmittel, dass genügend Zeit bleibt für die Opfer, meine Damen und Herren. Und ich darf an dieser Stelle auch noch einmal daran erinnern, dass Sie es waren, die die Förderung von Frauenhäusern, Frauennotrufen und Frauenberatungsstellen und Interventionsstellen kommunalisiert haben und damit die entsprechende Steuerung aus der Hand gegeben haben. Sie haben damit viele Frauenhäuser in finanzielle Notlagen gebracht. Da brauchen Sie gar nicht den Kopf zu schütteln, weil das die Wahrheit ist. Und daran muss an diesem Tag auch erinnert werden, meine Damen und Herren. Ja, es war die konservativ, die schwarz geführte Landesregierung, aber das ist unvergessen. Und viele Frauenhäuser leiden heute noch darunter unter dieser schlimmen Maßnahme. Es ist gut, meine Damen und Herren, ich möchte einen weiteren Aspekt ansprechen, dass es in einzelnen Gerichten sogenannte Zeugenzimmer gibt. Also Zimmer, wo sich Zeugen, die oft wirklich Opfer geworden sind, dort zurückziehen können. Das kann aber nur der erste Schritt sein. Wir brauchen aus unserer Sicht bei allen Amts- und Landgerichten entsprechende Zeugenzimmer.
Und es reicht nicht aus, sich als Zeuge, als Opfer in ein Zeugenzimmer zurückziehen zu können, sondern wir brauchen auch die entsprechenden Betreuungsstrukturen, damit traumatisierte Opfer, die, das wissen Sie auch, ja, in einem entsprechenden Strafverfahren ist es ja zumeist, dann wieder sozusagen mit der Tat auseinandergesetzt werden, die dem Täter gar wieder begegnen, die womöglich noch einmal erneut traumatisiert werden in dieser Situation, dass die auch entsprechend professionell begleitet werden. Und deshalb fordern wir als SPD nicht nur den Ausbau von solchen sogenannten Zeugenzimmern, sondern auch eine professionelle Betreuung durch geschulte Begleiter, die die psychosoziale Begleitung, die es schon gibt, in entsprechender Art und Weise ergänzt, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ja. Ich will noch einen letzten Aspekt ansprechen, der uns ganz wichtig ist und den wir bereits mehrfach beantragt haben und Ihnen heute erneut zur Entscheidung vorlegen. Wir brauchen auch hier in Hessen endlich einen Opferfonds, der nämlich für solche Fälle, wo das Opfer nicht durch andere Art und Weise Hilfe erlangen kann, schnell und unbürokratisch Hilfe, eine Einmalzahlung bitte erlangen kann. Bitte letzter Satz. Letzter Satz. Mhm. Es gibt bereits sehr gute Erfahrungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Das ist echter Opferschutz. Bitte unterstützen Sie unsere Initiative. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Als nächster Redner hat sich Kollege Heinz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann Frau Kollegin Hofmann in vielen Dingen recht geben, was sie in der Bewertung der Betroffenheit von Opfern von Straftaten eben ausgeführt hat. Es ist ein einschneidendes, schlimmes Erlebnis für viele Bürger, wenn sie Opfer einer Straftat werden. Gewalt, Gewalt im Alltag, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und ganz besonders schlimm ist es selbstverständlich, wenn Kinder betroffen sind oder wenn Gewalt in der Familie vorliegt. Häusliche Gewalt, dort gibt es hohe Dunkelziffern, auch nur wenige Delikte kommen zur Anzeige. Umso wichtiger ist, und da bin ich vollkommen einer Meinung mit meiner Vorrednerin, ist es, die Opfer von Straftaten hinreichend zu unterstützen und auch zu ermutigen, dass sie dann auch Aussagen gegen den Täter, damit er nicht erneut die Möglichkeit hat, eben straffällig zu werden und auch einer gerechten Strafe dann zugeführt werden kann. Zuallererst ist natürlich die Vermeidung von Straftaten die allerbeste Prävention, der beste Opferschutz. Dazu haben Sie auch viel Richtiges ausgeführt. Kommt es dann aber zum Strafprozess, so stehen, diese Ansicht teile ich auch eins zu eins, stehen zu häufig natürlich die Täter im Mittelpunkt. Das ist aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten natürlich auch geboten, denn in einem fairen Verfahren sollen die Täter dann möglicherweise überführt werden und wenn eben das Gericht dann von einer Schuld und von der Strafbarkeit überzeugt ist, dann auch abgeurteilt werden. Sonst werden sie freigesprochen, wenn Zweifel daran bestehen. Die Opfer sind im Strafprozess Randfiguren, das ist richtig, allererst einmal aus der Strafprozessordnung heraus. Sie sind häufig Zeugen. Und in einigen Deliktsfeldern, die häusliche Gewalt wurde ja mehrfach erwähnt, oder auch bei sexueller Gewalt, sind die Opfer häufig die einzigen Zeugen, die dem Gericht zur Verfügung stehen. Also kommt ihnen dann doch wieder eine zentrale Rolle zu. Sie werden aber dann häufig in Strafverfahren gezwungen, das Erlebte in der Regel dann auch noch öffentlich dann noch einmal zu durchleben, zu beschreiben und auch häufig dann zu durchleiden. Und wir wissen auch von Fällen, dass die Opfer von Straftaten dann sogar ein Schamgefühl haben, was aber völlig falsch ist. Wenn sich jemand schämen sollte, soll sich ein Täter bei einer Straftat nicht das Opfer, sondern ein Opfer verdient unser aller Schutz. Und daher gibt es zu Recht auch in Hessen eine gute Tradition seit vielen Jahrzehnten, die Möglichkeiten für Opfer von Straftaten und damit häufig auch von Zeugen im Strafprozess auszubauen und immer weiter fortzuentwickeln. Einmal, dazu stimme ich auch mit Ihnen überein, Frau Hofmann, gibt es die prozessualen Rechte von Opfern, die mit hessischer Begleitung auf Bundesebene in verschiedensten Regierungskonstellationen immer wieder ausgebaut worden sind. Es gab verschiedenste Novellen des Opferschutzes. Inzwischen können die Opfer von Straftaten als Nebenkläger auftreten. Sie werden im Strafprozess unterstützt. Sie bekommen auch bei vorliegender Voraussetzung einen Nebenklagevertreter gestellt, den das Land dann finanziert.
aus der jüngeren Vergangenheit. In der jüngeren Vergangenheit wurde die Möglichkeit entwickelt, im sogenannten Attessionsverfahren auch zusammen schon im Strafprozess auch zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, sodass die Opfer schneller zu einem Schadensersatzanspruch kommen gegen die Täter und auch zu niedrigeren Kosten, dass sie nicht in einen erneuten Zivilprozess gezwungen werden mit einer erneuten Beweisaufnahme, bei dem zwar das Ergebnis des Strafprozesses dann zugrunde gelegt wird bei der Tatsachenfeststellung, aber indem sie dann eben doch diese prozessuale Abkürzung bekommen. Aber auch die weiteren Angebote, die aus meiner Sicht in der Großen Anfrage sehr gut herausgearbeitet sind, sind ganz wichtige Instrumente. Wir haben erfreulicherweise Zeugenzimmer inzwischen in allen Landgerichten in Hessen, dort, wo die schweren Straftaten abgeurteilt werden vor den Landgerichten. Wir haben vom Land finanzierte eigene Zeugenbetreuer, die den Zeugen und damit auch den Opfern von Straftaten zur Seite stehen. Und ganz wichtig ist uns auch die Finanzierung der Opferberatungsstellen, die es quer über das Land verteilt auch gibt. Die können schon weit vor dem Strafprozess und auch über den Strafprozess hinaus eine ganz wertvolle und wichtige Hilfe eben leisten. Ich sagte es eingangs, die prozessualen Dinge haben eine Tradition, die gehen zurück über 30 Jahre und darüber hinaus. Da fing die Zeugenbetreuung bei den Gerichten schon an. Aber genauso wichtig ist die außerprozessuale Unterstützung. Die Opferberatungsstellen, sie werden teilweise durch das Land auch finanziert, zu großen Teilen mitfinanziert. Sie haben auch andere Finanzierungsquellen. Das halten wir auch bei außerstaatlichen Institutionen auch durchaus auch für wichtig, dass es noch weitere Geldquellen gibt. Aber es gibt einen erheblichen Beitrag eben auch des Landes. Und da uns das so wichtig ist, sind sich die Regierungskoalitionen noch einig, dass mit dem Haushalt 2018, den wir gerade beraten, die Bereiche Prävention und Hilfe weiter gestärkt und ausgebaut werden sollen. Ich will da exemplarisch drei Punkte vielleicht noch nennen. Einmal die Förderung der Opferhilfevereine wird ausgebaut. Das halten wir für richtig. Die Zuwendungen steigen um 100.000 € insgesamt. Das ist eine Steigerung um 15% immerhin des bisherigen Aufwandes. Wir haben weiteres Geld gleicher Größenordnung für ein Projekt zum Schutz vor häuslicher Gewalt vorgesehen. Und es gibt noch einmal 100.000 € auch für die Prävention vor Internetbetrügereien. Auch ein Tätigkeitsfeld, wo es immer mehr Opfer von Straftaten gibt und oft eine hohe Schamgrenze, dies anzuzeigen und auch vor Gericht zu bringen. Aber wenn dies niemand tut, dann können die Täter eben ungehindert immer weitermachen. Und am allerbesten selbstverständlich ist es, wenn Bürger gar nicht erst Opfer von Straftaten werden. Da komme ich zurück zum Beginn. Und wenn ich das zusammenfasse, wir bauen den Opferschutz, die Opferhilfe aus, fördern das stärker als bisher. Wir sind uns parteiübergreifend erfreulicherweise einig, immer wieder in Schritten eben den Opferschutz und den prozessualen Schutz auszubauen. Dann kann ich feststellen, dass die Beantwortung der Großen Anfrage gut herausgearbeitet hat. Wir haben ja eine parteiübergreifende, jahrzehntelange gute Tradition. Die wollen wir weiter gemeinsam fortentwickeln. Ein Beitrag steckt im Haushalt 2018. Ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass wir dieses Thema so im Interesse derjenigen, über die wir hier sprechen, nämlich Opfer von Straftaten, die es leider trotz aller Bemühungen immer wieder gibt, weiter so gemeinsam, ohne Schaum vor dem Mund, sachorientiert gemeinsam weiter und fortentwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Blechschmidt von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ein Rechtsstaat muss die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung, die Resozialisierung der Straftäter und den Opferschutz im Blick haben. Keinesfalls darf bei den Menschen der Eindruck entstehen, dass der Rechtsstaat sich nicht genügend um die Opfer von Straftaten kümmert. Deshalb bin ich sehr froh, dass heute diese Große Anfrage hier im Landtag diskutiert wird. Ich glaube auch, Dank an die SPD für die Fragestellung. Danke für die Beantwortung, Frau Ministerin, die aufgezeigt hat, welches Spektrum da ist. Ich glaube auch, dass wir als Landtag ein größeres Augenmerk auf Große Anfragen richten müssen, weil diese Diskussion auch etwas frühzeitiger hätte geführt werden können. Die Große Anfrage ist abgearbeitet seit Juni. Ich habe sie immer wieder auf der Tagesordnung gehabt. Sie fiel durch unsere Geschäftsordnung hinten runter.
wie letztendlich auch die drei Anfragen, die am Freitag auf der Tagesordnung stehen, die es auch verdient hätten, weil es wichtige Themen sind. Und da gebe ich dem Kollegen Heinz auch recht, die grundlegend mal im Landtag diskutiert werden, vielleicht vorzeitiger diskutiert werden, als die Geschäftsordnung das zulässt. Und ich bitte dann wirklich, dass die Fraktion, entsprechend der Vorstoß meiner Fraktion, war ja im Ältestenrat durch die parlamentarischen Geschäftsführer, auch durch den Herrn Lenders gemacht worden, wir vielleicht etwas ändern, dass wir diese großen Anfragen, die in aller Ruhe, Herr Heinz, so geführt werden, wie es heute geführt wird, die wichtige Themen aufzeigen, vielleicht die Geschäftsordnung frühzeitiger diskutieren können und nicht nach einem guten halben Jahr, sondern dann, wenn sie eingebracht sind, im Reigen der anderen Anträge und Anfragen. Weil ich glaube, dass diese Anfrage heute es auch deutlich macht, dass die Thematik eine ganz wichtige ist. Wir diskutieren heute, und da will ich zurückkommen, die große Anfrage der SPD zum Opferschutz in Hessen. Auch ich habe die 28 Seiten, also eine richtige Fleißaufgabe der Fragestellung, aber erst recht eine Fleißaufgabe, Frau Ministerin, diese zu beantworten, durchgearbeitet, habe Punkte gesehen, die ich kenne, und sehr, sehr viele Punkte, die mir auch als Jurist und Praktizierender neu waren, wo ich gesagt habe, aha, das ist ja ganz gut, das mal wieder zur Kenntnis zu nehmen. Und deshalb, wie gesagt, ist die Thematik heute eine ganz wichtige. Ich möchte noch einmal anführen, und das ist unisono durch den Beitrag der Vorredner deutlich geworden, dass das ein langer Zeitraum ist. Und ich möchte 4, 5 Punkte aufzeigen, um einfach mal deutlich zu machen, dass es auch überparteilich so gehandhabt wird. Wir haben 2 Opferrechtsreformgesetze gehabt, einmal 2004, einmal 2009, schön rausgearbeitet eingangs. Wir haben seit 1992 auf Vorschlag des Hessischen Justizministeriums den Landespräventionsrat. Wir haben verschiedene Präventionsmaßnahmen, haben die Präventionsoffensive im Jahr 2008, ein ganz wichtiger Punkt, sehr schön dargestellt worden. Das ist auch ein Gesichtspunkt, den der Kollege Heinz noch einmal ausgearbeitet hat, was für Gefahrabwehrmaßnahmen, professionellen Umgang mit Opfern und auch durch die Einführung des 406i Fortfolgungsstrafprozessordnung der Opferrechte gestärkt wurden. Und was ich wusste, immer wusste, aber noch einmal gelesen habe, wir haben bereits seit 1993 in Frankfurt am Justizstandort eben die Zeugenbetreuung, die sehr professionell durchgeführt wird und die für, glaube ich, für alle Hessen, alle Parteien stolz sein können. Weil 1993 ist einige Zeit zurück, und es zeigt auf, dass der Opferschutz immer im Fokus aller stand und als wichtig erachtet wurde. Und deshalb grüßt auch die FDP-Fraktion ausdrücklich diese große Anfrage mit dem kleinen Zungenschlag, vielleicht das frühzeitiger und pointierter, wenn es gestellt wurde, zu diskutieren und nicht nach hinten geschoben werden. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, die Anfrage hat aufgezeigt, und viele Punkte sind durch die beiden Vorredner abgearbeitet worden, dass der Staat gehandelt hat und im letzten Jahrzehnt insbesondere, aber ich würde sagen sogar in den letzten Jahrzehnten, verstärkt Opferrechte in das Strafverfahren einbezogen hat. Angeführt wurde schon das Recht auf Akteneinsicht, auf Information, Videovernehmung, auch ganz wichtig, und auf den Opferanwalt. Diese Verfahrensrechte sind ganz wichtige Errungenschaften. Sie können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Strafverfahren sehr täterzentriert ausgestaltet ist. Der Kollege Heinz hat dort Ausführungen gemacht. Und auch die Beispiele der Kollegin Hoffmann am Eingang ihres Redebeitrags haben ja aufgezeigt, dass hinter jedem Opfer, das etwas erleidet, ein Täter steht und die Strafprozessordnung sehr täterorientiert ist, was rechtsstaatlich auch geboten ist, aber umso mehr der Opferschutz im Fokus sein muss. Das Opfer ist nur Zeuge, allenfalls Nebenkläger. Rechte haben wir gestärkt und gleichwohl verdient. Und da dürfen wir nicht innehalten. Weiterhin der Opferschutz unser aller Augenmerk. Das heißt, wir müssen sehen, welche Maßnahmen wir hier machen. Und auch diese Anfrage heute, die Großanfrage, soll dazu dienen, vielleicht aufzuzeigen, welche Maßnahmen in Zukunft, wo jeder sich mal Gedanken machen kann, noch verstärkt werden müssen, um den Opferschutz auszubauen. Wir dürfen nicht innehalten. Das ist ein Zwischenstand. Wir müssen weitergehen und weiter das im Fokus haben. Wir, in Kenntnis dessen, dass Opferschutz auch immer bedeutet, auch das ist schon gefallen, körperliche, seelische und auch wirtschaftliche Folgen, wollen hier auch künftig mit Ihnen zusammen darüber diskutieren, ob nicht die Gründung einer hessischen Opferschutzstiftung Sinn macht, dass diese ausgestaltet werden kann und diesen Punkt noch weiter vertiefen kann.
Wir wollen aber auch, das gilt nicht nur für Hessen, sondern überall, die Verankerung von Auskunftsrechten im hessischen Strafvollzugsrecht im Gesetz haben, weil wir durchaus sehen, dass das in Einzelfällen Sinn macht, gerade wenn es nicht um die normale Kriminalität geht, sondern um gravierende Verletzungen von Personen durch persönliche Gewalt, Sexualität, Sexstraftaten und sonstige Sachen. Und wir wollen auch die täterausgleichenden Maßnahmen verstärkt erhalten. All das sind Gesichtspunkte, die wir bei all dem, dass 28 Seiten eine gewisse Erfolgsbilanz aufzeigen, auf künftigem Auge behalten müssen. Das sind Gesichtspunkte, die wir hier auch in den nächsten, im nächsten Jahr, würde ich sagen, einspeisen wollen in die parlamentarische Beratung. Und deshalb ist diese Große Anfrage auch aus diesem Gesichtspunkt nochmals als gut zu bezeichnen, wird von uns ausdrücklich begrüßt. Es bleibt festzuhalten, meine Damen und Herren, Opferschutz endet nicht mit dem Abschluss des Strafverfahrens. Vielmehr bedarf es eines umfassenden Konzeptes, das die Opfer von Straftaten mit ihren körperlichen, seelischen und wirtschaftlichen Folgen nicht allein lässt. Wir sollten das Thema im Auge behalten. Die Große Anfrage in dieser Periode, Legislaturperiode ist ein wichtiger Punkt, um deutlich zu machen, dass Opferschutz von allen Parteien gleich gesehen wird, nämlich als ein Punkt gesehen wird, wo wir viel erreicht haben und weiter viel erreichen müssen, und dass Opferschutz auch kein geeignetes Terrain für Wahlkampf und parteipolitisches Kalkül ist. Daher beteiligen wir Freidemokraten, das sage ich auch ausdrücklich, uns gerne an weiteren fraktionsübergreifenden Initiativen zur Verbesserung des Opferschutzes und freuen uns, wenn Sie auch Ihre Ideen uns mitteilen, aber unsere Ideen dann gleichermaßen unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam den Opferschutz in Hessen stärken. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Blechschnitt. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde schon, dass wir ein besonderes Augenmerk auf Opfer legen müssen. Und ich finde schon auch, dass wir feststellen müssen, dass auch Polizeiarbeit sich in den letzten Jahren ganz entscheidend verändert hat, nämlich auch zunächst die Opfer im Blick hat und nicht nur die Täter, sondern einfach die Folgen einer Tat insgesamt mit dem Straftatbestand betrachtet. Ich danke erst einmal für die umfangreiche Beantwortung der Großen Anfrage. Ich habe zuerst überlegt, ob ich mir die Mühe mache und die vielen kleinen Maßnahmen, die man als Exzerpt aus dieser Beantwortung der Großen Anfrage herausziehen kann, quasi vorlese und die als Basis für meine 10-Minuten-Rede halte, mache. Aber dann habe ich gedacht, na ja, gut, lesen können Sie selber, und insofern muss ich es Ihnen nicht vorlesen. Aber festzustellen ist doch, dass wir ein sehr großes Netzwerk haben, was sehr viele, ich möchte nicht sagen alle, aber was sehr viele Bereiche des Opferschutzes betrifft, mir sind diese Fachtermina noch nicht so ganz im strafprozesslichen, in dem strafprozessualen, jetzt hänge ich gut, und andererseits in dem Opfer, wie wir sie tagtäglich erleben. Und dann muss man auch einfach mal sich vorstellen, dass sich auch das Thema Opfer und wie gehe ich damit um, auch in den letzten Jahren ja total verändert hat, weil wir ja nicht mehr alleine davon reden können, was ist Opfer im Zusammenhang mit einer Straftat, sondern wir haben Opfer, die praktisch aus verschiedenen Zusammenhängen unserer Gesellschaft entstehen und wo wir einfach sagen müssen, dazu brauchen wir in jedem Fall die entsprechenden Hilfemaßnahmen. Ich gebe jetzt nur einmal ein Beispiel, das Thema Wildwasser. Das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld, wo es eine Institution gibt, die sich ganz speziell, und das, Frau Hoffmann, Sie kennen die garantiert, um
Kindesmissbrauch handelt und wie gehe ich mit den Kindern um. Das ist eine Tatsache, der müssen wir uns stellen. Und diese Tatsache kommt häufig nicht in den strafprozesshaften in die Strafverfahren rein, sondern das sind einfach Opferhilfen, die müssen wir leisten, weil wir wissen, dass sie es gibt. Und dafür gibt es ein großes Netzwerk. Und ich will eigentlich gar nicht so lange dazu reden, aber Frau Hoffmann, ich habe mir Ihre Presseerklärung angesehen und habe eine Frage dazu. Sie haben da geschrieben, dass es war im Zusammenhang mit Richtern und Staatsanwälten ein hohes Maß an Sensibilität und Empathie, die ohne eigene Gewalterfahrung schwer zu erreichen ist. Dieser Satz hat mich wirklich ein bisschen erstaunt, weil ich ihn auch nicht verstanden habe. Und ich finde, professionell klingt er auch nicht. Natürlich brauchen wir alle Sensibilität und Empathie, aber die kann doch nicht davon abhängig sein, wie viel eigene Erfahrung wir sozusagen in unserer Opferrolle haben. Also, vielleicht können Sie ja dazu noch einmal etwas sagen, oder ich habe Sie einfach falsch verstanden, was ich sehr hoffe. Gerade in dem Bereich ist aber in den letzten Jahren viel passiert. Und wir müssen auch feststellen, dass der beste Opferschutz ist, Straftaten zu vermeiden. Und da gehören ganz viele Dinge dazu. Da gehört die Arbeit der Frauenhäuser dazu. Da gehört ganz viel Gemeinwesenarbeit dazu, und da gehören vor allen Dingen die kommunalisierten Mittel dazu, die das Land Hessen zur Verfügung stellt, wo sie den Gemeinden und Städten sozusagen die Möglichkeit gibt, in ihrer Gemeinwesenarbeit Schwerpunkte zu setzen. Und dann will ich auch noch einmal sagen, ja, 2003 hatten die Frauenhäuser einen schweren Stand. Das war, denke ich, in vielen Gemeinden und Städten auch Thema des Tages. Aber eines muss man auch schon noch einmal feststellen, nämlich dass diese Mittel mehr als nur ausgeglichen worden sind, sondern sie sind erhöht worden. Und die Frauenhäuser stehen heute mit einer Unterstützung des Landes Hessens da, wie es es sonst so noch nie gegeben hat. Und welche wichtige Rolle Frauenhäuser haben. Sie haben ja nicht nur die Aufgabe, Frauen einfach zu stützen, sondern sie haben einfach eine zentrale Aufgabe in unserer Gesellschaft, nämlich zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und insofern freue ich mich darüber, dass das auch ein Thema innerhalb dieses Opferschutzes ist. Also, von lokalen Aktionsplänen haben wir schon gesprochen, von den kommunalisierten Mitteln haben wir auch gesprochen. Wir haben von ganz viel Gemeinwesenarbeit gesprochen, oder zumindest habe ich das gemacht. Und ich denke einfach, die Tatsache, dass es Präventionsräte gibt, dass es zu Gewaltpotenzialen auch Präventionsräte gibt, einmal auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene. Das alles ist ein Zeichen dafür, dass wir in diesem Bereich eine ganze Menge tun. Und mit mir meine ich wir alle, weil sowohl die Kommunen als auch das Land Hessen als auch der Bund, zum Teil jedenfalls, sind da mit im Boot. Und das müssen wir einfach einmal feststellen. Und dann ist die Entscheidung, was mache ich damit? Gehe ich jetzt in einen bestimmten Bereich dieses Opferschutzes rein und sage, da muss ich mehr nacharbeiten, oder gucke ich mir die gesamte Fläche an, gucke ich, wie sind eigentlich diese Teile aufgestellt und wie viel Eigenverantwortung muss in diesen Bereichen vorhanden sein. Und da gehöre ich zu den Leuten, die sagen, wir müssen uns das Gesamte anschauen. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, punktuell muss dabei nachgearbeitet werden. Das kann eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, sondern das muss die Aufgabe sein der Träger, die vor Ort arbeiten. Und wir stellen bereits jetzt eine ganze Menge Mittel zur Verfügung, mehr als jemals zuvor, um genau diese Aufgabe auch zu bewältigen. Und insofern, muss ich jetzt auch nicht mehr sehr viel dazu sagen, aber nach dem heutigen Tag muss ich doch eines noch sagen, weil heute Morgen ist ja die kommunale Familie. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Wort heute Morgen gehört habe. Und die kommunale Familie im Verbund mit dem Land Hessen
funktioniert in diesem Bereich besonders gut. Und auch das muss man einmal feststellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Die nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Dr. Wilken. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gehöre nun auch zu einer Generation, die sich daran erinnern kann, wie die Welt in den 70er-Jahren ausgesehen hat. Und wenn ich zurückdenke, in welcher Situation wir damals waren, was Opferschutz anbelangt, was Begleitung vor Gericht anbelangt, dann kann man doch nur, und ich glaube, das können wir einhellig feststellen, da sind wir ein ganz schönes Stück vorangekommen. Das ist geschehen dank vieler, vieler, vor allem ehrenamtlicher Tätigkeit. Und mein erster Dank gilt all diesen Menschen, meistens Frauen, die mit dafür gesorgt haben, dass auf diesem Feld unsere Gesellschaft eine sehr viel sozialere und gerechtere geworden ist. Auch ich schätze das so ein, auch wir schätzen das so ein, dass in der akribischen Beantwortung dieser Großen Anfrage eindrucksvoll deutlich wird, dass Hessen hier gut aufgestellt ist. Das will ich auch in aller Deutlichkeit so sagen, vielleicht zum Erstaunen des einen oder anderen hier im Hause. Auch das ist im geringsten Teil in der Verantwortung dieses Hauses oder in Verantwortung der Landesregierungen geschehen. Es ist vor allen Dingen den Opferschutzinitiativen zu danken und historisch, Vorrednerinnen haben darauf hingewiesen, vor allen Dingen der Frauenbewegung, Frauenhäusern und. Damit komme ich zu dem auch von anderen schon angesprochenen einzigen Wermutstropfen, den leider auch die Beantwortung dieser Großen Anfrage deutlich macht. Der beste Opferschutz, Herr Heinz, da sind wir einer Meinung, ist eben keine Opfer zu haben. Und damit sind wir im Bereich der Prävention. Und ich sage es einmal ganz vorsichtig, da ist Luft nach oben in Hessen. Nicht nur in der Primärprävention, sondern vor allen Dingen auch in der Sekundärprävention. Das heißt also, wenn wir schon einen Straftäter haben und ein Opfer haben, und da haben wir leider immer noch viel zu häufig das Problem, dass in dem Fall, ich beziehe das jetzt auch noch einmal auf Frauen als Opfer aus dem häuslichen Umfeld, Opfer, dass diese eben ein viel zu geringes Angebot nach wie vor finden, an wen sie sich wenden können, wo sie Zuflucht finden. Und da muss ich meiner Vorrednerin nun leider widersprechen. Das, was da an Kahlschlag im Bereich der Frauenhäuser und der Frauenberatung usw. passiert ist, ist noch lange nicht wieder gut gemacht. Da müssen wir noch nacharbeiten. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Als Nächstes spricht nun Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, alle Vorredner haben es gesagt, der Opferschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserem demokratischen Rechtsstaat, um den wir uns kümmern. Und es ist auch darauf hingewiesen worden, dass jeder, der Opfer wird, erhebliche Auswirkungen zu ertragen hat und dass die meisten sich wenig mit dem Thema beschäftigen, wie groß diese Auswirkungen sind und auch vor allen Dingen, wie langfristig diese Auswirkungen auch am Ende empfunden werden und wirken. Und deshalb, Herr Kollege Wilken, ist es richtig, der Opferschutz hat heute eine ganz andere Bedeutung, zum Glück, als vor etlichen Jahrzehnten. Und deshalb will ich darauf hinweisen, dass
Opferschutz und Opferhilfe so wichtig sind und wir als Hessische Landesregierung ein breites Spektrum an Maßnahmen zum Opferschutz haben, das ständig erweitert und ausgebaut wird. Die Maßnahmen reichen von der konkreten Hilfestellung im Einzelfall bis zu Projekten mit langfristig ausgelegtem präventiven Charakter. Alle Vorredner haben es gesagt, das ergibt sich aus dieser Anfrage, die umfangreich beantwortet worden ist. Und der Opferschutz ist gut aufgestellt in Hessen. Trotzdem sollte man daran nicht nachlassen. Herr Kollege Blechschmidt, Sie haben es auch gesagt. Es gibt immer wieder neue Phänomene, auf die wir treffen. Und einen Bereich will ich nennen, der heute hier noch nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist das Internet und die Straftaten im Internet. Und wenn wir darüber reden, dass in den sozialen Medien es auch Opfer gibt, die erhebliche Auswirkungen haben, also das Verspotten von Personen im Internet, das so scharf war, dass sich Leute das Leben genommen haben, sind eine neue Dimension der Opfer, die sich im sozialen Netz bewegen. Und wir müssen auch darauf neue Antworten finden. Das heißt, auch in diesem Bereich ist Handlungsbedarf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will darauf hinweisen, dass wir Prävention und Opferschutz haben und dass die organisatorisch miteinander verbunden sind, etwa in den Häusern des Jugendrechts oder bei der Arbeit des Landespräventionsrates. Nebenbei will ich darauf hinweisen, wir sind das Land, das am längsten einen solchen Präventionsrat hat. Und es ist im Justizministerium angesiedelt. Einige Kollegen waren mit dabei, als wir das 25-jährige Jubiläum jetzt feiern konnten. Und auch im Präventionsrat sind hauptsächlich Ehrenamtliche engagiert in den vielen Arbeitsgruppen. Und jedes Mal kommt eine Arbeitsgruppe hinzu, die auch nach wie vor im Bereich der häuslichen Gewalt einen Schwerpunkt hat. Die Opfer müssen im Vordergrund stehen. Und deswegen noch einmal die klare Betonung, Opferschutz geht vor Täterschutz. Und darauf müssen wir besonders achten. Wir gewährleisten den Schutz, indem wir in dem Rechtsstaat die Opferschutzrechte gestärkt haben. Und deswegen will ich darauf hinweisen, dass die Stellung der Opfer im Strafprozess gestärkt worden ist und dass es natürlich auch wichtig ist, die Betreuung von Opfern auch außerhalb des Strafprozesses während des gesamten Verfahrens sicherzustellen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, und deswegen will ich das nicht wiederholen, dass die Opferrechtsschutzreformgesetze von Hessen immer begleitet worden sind, so wie auch das letzte. Und neu ist jetzt, dass wir in dem dritten Opferschutzrechtsreformgesetz den Schutzstandard für Opfer von Straftaten noch einmal erhöht haben, indem die psychosoziale Prozessbegleitung in den Strafprozess eingeführt worden ist. Besonders schutzbedürftige Opfer können nun beantragen, vor, während und nach der Hauptverhandlung professionell begleitet zu werden. Das halte ich für einen besonders wichtigen Schritt. Und deswegen haben wir im laufenden Haushaltsjahr 250.000 € für die psychosoziale Prozessbegleitung zur Verfügung gestellt. Allerdings waren wir in Hessen, und das ist auch schon gesagt worden, immer schon dabei, die Zeugenbetreuung in den Griff zu nehmen. Die Zeugenzimmer sind eben genannt worden. Und die Zeugenzimmer an den Landgerichten sind auch alle betreut von Vereinen oder ehrenamtlichen Initiativen. Denn nur das macht Sinn, am Ende auch zu erklären, was passiert in einem solchen Prozess, wie muss man sich verhalten, was gibt es für Ängste. Und im Nachhinein wollen auch viele Opfer wissen, was ist eigentlich herausgekommen aus einem Prozess. Auch da wird mit den Zeugenberatungszimmern und den Initiativen denjenigen, die als Opfer sind, geholfen, am Ende mitzubekommen, wie das Ergebnis ist und was mit den Tätern geschehen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur im Prozessrecht, auch auf der Ebene des materiellen Strafrechts konnte die Landesregierung entscheidende Impulse setzen, um den Opferschutz zu verbessern. Und Frau Kollegin Hoffmann, Sie haben vorhin das Stalking genannt. Im März 2017 ist in Kraft getreten eine Verschärfung, die auf einer Initiative aus Hessen beruht, die 1:1 übernommen worden ist. Die neue Fassung der Strafvorschrift wird noch mehr zum Schutz vor Nachstellungen beitragen und verhindern, dass vor allem Frauen zu Opfern werden.
Denn es reicht für die Strafbarkeit jetzt endlich aus, dass die Nachstellung dazu geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen. Und es ist nicht mehr erforderlich, dass die Lebensgestaltung des Opfers auch tatsächlich beeinträchtigt wird. Insofern haben wir gerade im Stalking-Bereich eine Verbesserung hinbekommen mit den Initiativen, die wir aus Hessen gestartet haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch darauf hinweisen, dass wir – und darüber freue ich mich sehr – schon immer ein bundesweit vorbildliches Netz von professionellen Opferberatungsstellen haben und ganz neu vor knapp zwei Wochen ein neuer Opferhilfeverein in Fulda gegründet worden ist, der die professionelle Betreuung von Opfern in Zusammenarbeit mit vielen lokalen Partnern weiter voranbringen wird. Alle Opferhilfevereine erhalten dafür aus dem Haushalt der Justiz jährliche Zuwendungen. Dies waren im Jahr 2016 über 700.000 €. Darüber hinaus werben die Vereine Spenden ein, erhalten weitere Zuwendungen aus von den Staatsanwaltschaften und Gerichten verhängten Geldauflagen. Diese Mischfinanzierung hat sich bewährt. Gerade die Geldauflagen erfüllen eine wichtige Funktion im Strafverfahren, die zu der Finanzierung der Opferhilfevereine hinzutritt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch darauf hinweisen, dass die Förderung für die Opferhilfevereine im Doppelhaushalt erneut noch einmal um 100.000 € erhöht worden ist. Und ich will auch darauf hinweisen, dass die Beträge, um die es geht, es ist schon genannt worden, dass wir insgesamt, und das steht in dieser Beantwortung auch drin, einen Ansatz haben für die Kommunalisierung sozialer Hilfen aus jährlich rund 19,2 Millionen €. Und dieser Gesamtbetrag mit dem Sozialministerium zusammen steht für Hilfeleistungen zur Verfügung. Und seit 2015 jetzt ist jedes Jahr noch einmal rund 3,4 Millionen € zusätzlich für Frauenhäuser, Interventionsstellen, Frauenberatungen, Notrufe, Schutzambulanten gegen Kindesmissbrauch stehen zur Verfügung. Und die Aussage, es wäre im Bereich der Frauenhäuser immer noch nicht der Betrag erreicht, der gekürzt worden wäre, ist das schlicht die Unwahrheit. Es ist eine Steigerung um 40% in diesem Bereich, sodass für diese Bereiche mit den 3,4 Millionen € und den zusätzlichen Leistungen aus dem Sozialministerium mehr als früher zur Verfügung steht. Ich finde, das ist ein Erfolg. Jeder investierte Euro in diesem Bereich ist ein Euro, der am Ende dazu führt, dass weniger Straftaten passieren, wenn Prävention funktioniert. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich zum Schluss all denjenigen danken, die sich in den Opferberatungsstellen und in allen Initiativen dort engagieren. Und ich will danken vielen Hauptamtlichen, aber auch den vielen Ehrenamtlichen. Und will hinzufügen, dass insbesondere aus der Justiz viele Staatsanwälte, Richter, Präsidenten, Rechtspfleger, die damit beruflich zu tun haben, auch ehrenamtlich professionell in diesen Einrichtungen sich im Opferschutz betätigen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Also, mein herzlicher Dank allen, die jeden Tag die praktische Arbeit leisten. Darauf können wir stolz sein. Und ich wünsche allen weiter viel Erfolg im Sinne der betroffenen Opfer. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Debatte. Ich stelle auch fest, dass die Antworten zur Großen Anfrage besprochen wurden. Damit wird die Große Anfrage Drucksache 19/4969 zu 19/4417 erledigt. Der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Opferschutz in Hessen ausbauen, Drucksache 19/5219, soll in den RTA? Nein. Abstimmen, dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD. Wer stimmt dagegen?
CDU und die FDP, also SPD und FDP. Dagegen stimmen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden.